Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Es ist verbracht. Ja, es ist Herbstanfang. Wir haben alles angebaut. Grüne Paprika, Spinat und so weiter und so fort. Und jetzt geht's so richtig lustig los. Nein, wir gucken mal. Ja, oh, Robo. Oh, und Jojo. Oh, so süß. Oh. Ich wollte... Oh, das ist interessant. Hier kann jetzt ein Nadelbaum hinwachsen. Aber wenn da vorher einer stehen würde, könnte ich das hier nicht positionieren. Na gut, keine Logik. Egal. Ich gucke nochmal ganz kurz wegen den Geburtstagen, nicht, dass ich da wieder was vergesse. Ich achte das ja drauf. Ich habe es schon wieder vergessen. Oh, heute hat Colin Geburtstag. Gut, dass ich schon mal nachgeschaut habe. Oh Gott, Colin. Du mochtest auch alles Mögliche. Hä? Äpfel, Bananen, Erdbeeren, Mais, Trauben, Kiwis. Melone magst du, das habe ich. Ich habe Melonen. Pineapple, Peach, Strawberry, Watermelon. Es gibt Melone und Wassermelone. Gut zu wissen. Gut, dann kriegst du eine Melone, auch wenn die sehr viel wert sind. Aber ich habe gerade nichts anderes, was gut wäre. Gut, kriegt Colin eine Wassermelone halt. Dann hat sie sich verdient, der kleine Racker. Komm. Oh Gott, komm. Legt mal alles zusammen. Das ist ja furchtbar hier. So. Wassermelone. Ein Stück. Sehr gut. Feldfrucht, genau. Die nehmen wir schon einmal. Und los geht's. Auf zu Colin. Hoffentlich freut er sich. Er wird sich freuen. Immerhin steht hier auf der Liste, dass er sich freuen muss. Oh, und es gibt viele neue Sachen, die wir einsammeln können. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Alles meins. Blaubeeren, Aprikosen. So. Schauen wir mal. Colin. Dessys Trainingslager für Selbstvertrauen. Wow. Was war das? Um Himmels Willen! Also echt jetzt? What the f... Oh mein Gott. Oh, ich habe es wieder mal vergeigt. Ich dachte, du hast einen Vergrößerungszauber auf dem Pfirsich angewendet. Warum ist er explodiert? Oh. Lady Dessie, du solltest wirklich nicht so verschwenderisch mit Essen umgehen. Oh. Das ist aber... Ich habe das nicht so... Meine Entschuldigung. Oh, jetzt fallen sie. Was ist denn hier los? Oh, wenn das nicht Yume ist. Was macht ihr schon wieder? Was los ist? Ich sage dir, was los ist. Dessie hat sich an Magie versucht. Der Pfirsich, den sie vergrößern wollte, ist einfach explodiert. Und jetzt bin ich ganz klebrig und habe überall Pfirsichsaft. Ach, ist das ist echt schlimm. Berücksichtigt man aber die Kraft der Explosion, es ist klar, dass es sich nicht um einen Kraftmangel handelt, sondern um einen Überfluss. Ich würde wetten, dass Lady Dessie Selbstvertrauen nicht auf dem gleichen... Dass Dessies Selbstvertrauen nicht auf dem gleichen Niveau ist, wie ihre Fähigkeit, ihre Kraft zu kontrollieren. In diesem Fall wäre es vielleicht ein Versuch wert, das vertrauensbildende Training durchzuführen, das du erwähnt hattest, Lady Witchie. Ja schon, aber wir brauchen noch jemanden, der sich quasi als Nebendarsteller eignet. Oh nein, oh nein, oh nein! Hi! Und wie das der Zufall will, haben wir hier direkt die geeignete Person. Yume ist ja ein Schatz und unterstützt er sie bei ihrem Training, ja? Oh Gott, was kommt jetzt? Wir geben Lady Dessie eine Liste mit Zielen. Wenn sie diese erreicht, sollte sie ihr Selbstvertrauen zurückgewinnen. Allerdings, falls wir im Training versagen sollte, kriegt sie ihr Selbstvertrauen nie wieder zurück. Aber da trittst du auf die Bühne. Auch wenn irgendwas schief läuft, wir wollen, dass du das, dass du so tust, als ob sie es richtig gemacht hat. Verstanden?
Selbst wenn sie kläglich versagt, sollst du ihr das Gefühl geben, sie hätte es geschafft. Ende gut, alles gut. Was? Das ist aber nicht gut, oder? Wie soll sie denn schon lügen? Was mit uns ist? Ob du es glaubst oder nicht, wir sind ziemlich beschäftigt. Da du einfach nur hier herumläufst, hast du bestimmt so einiges an Freizeit, nicht? Oh, was? Wie wär's damit? Wenn du nicht tust, was wir sagen, verwandle ich dich in ein Fröschlein und mach dich in einem Teil zu einem Teil meiner Sammlung. Was? Nein, danke. Schön, dass wir uns verstehen. Nun gut, ich sage dann mal Desi, wie ihr Spezialtraining aussieht. Okay, gut. Tja, dann überlassen wir sie mal dir. Ich muss dir das sicherlich nicht extra sagen, aber wenn du scheiterst und sie noch trauriger machst und sie weint, wirst du es bereuen. Pass bitte auf Lady Desi auf und achte darauf, dass sie sich nicht verletzt. Pass auch auf dich auf. Was? Okay, ja, gut. Wir sind Desis Beschützer. Was redest du denn da? Hör auf. Alles klar. Trainier ordentlich mit Yumi. Viel Glück. Vergiss nicht, an dich selbst zu glauben. Wir kommen, sobald du alle deine Ziele erreicht hast. In Ordnung. Ich gebe mein Bestes. Okay. Also, Yume, du achtest darauf, dass ich meine Ziele erreiche. Wie? Ich weiß, dass ich ein wenig tollpatschig sein kann, aber danke, dass du mir hilfst. Also gut. Das erste Ziel ist, benutze Magie, um Holz in Kleinholz zu verwandeln. Dann mal los! Oh! Okay, sie hat es vervielfältigt, was aber im Grunde genommen eigentlich besser ist. Okay, was schlagen wir denn vor? Tada! Ah, ach so, wir haben sie einfach nur abgelenkt. Hä? Das hast du super gemacht, Desi. Oh. Yippie. Yippie. Nun, das zweite Ziel ist, eine Blume zum Blühen bringen. Das letzte Ziel habe ich schnell erreicht, also vielleicht kann ich es nochmal schaffen. In Ordnung, na los! Was ist passiert? Wir verarschen sie die ganze Zeit nur. Das ist aber nicht gut. Wie geht's weiter? Ich kann kaum glauben, dass ich Magie so benutze. Das ist so, als ob ein Traum wahr werden würde. Liegt das an dir, Yumi? Du bist eine Art Glücksbringer. Wenn du einfach nur da bist, fühle ich die Energie. Oh Mann. Wenn das so weitergeht, wird das letzte Ziel vielleicht auch richtig gut laufen. Schauen wir mal. Alles klar, das letzte Ziel. Erfüll Yume mit Energie.
Okay. Was kommt jetzt? Ich hatte vor diesem hier wirklich Angst, da du im Ernst der Gefahr wärst, wenn es mir nicht gelingt. Aber ich glaube, dass ich es hinkriege. Ich habe ja auch alle anderen Aufgaben geschafft. Oh Gott. Keine Sorge, ich werde dich nicht enttäuschen, Yumi. Oh Gott, nein, oh Gott. Dann mal los, ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte ein kurzes, erfülltes Leben. Vielen Dank an alle. Oh, ich fühle die Energie. Oh. Ah, sie hat meine Energie wiederhergestellt. Yumi, du strahlst ja. Heißt das etwa? Ja, ich habe wieder ganz viel Energie. Yippie! Juhu, ich habe alle meine Ziele erreicht. Yumi, danke, dass du mich die ganze Zeit unterstützt hast. Oh. Seht ihr, sie hatte genug Selbstvertrauen, jetzt hat sie es sogar geschafft. Vielleicht war sie doch gar nicht so schlecht. Nun gut, ich mache diesen Pfirsich jetzt endlich ganz groß. Yep, nachdem du das letzte Ziel ganz alleine erreicht hast, ich meine, jetzt wo du alle deine Ziele erreicht hast, kriegst du das definitiv hin. Ja, dann mal los, nimm das! Hm? Kann das sein? Hat sie wirklich? Oh, er ist wieder explodiert. Und schon wieder bin ich voller Pfirsichsaft. Toll. Ah, ich habe was in die Augen bekommen. Oh. Oh nein, das tut mir so leid. Dabei hast du mir so bei meinem Training geholfen und das hat nichts gebracht. Entschuldige, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Ich mache es irgendwie bei dir gut. Aber immerhin war der Knall diesmal nicht ganz so stark. Ich habe mal einen Unterschied gespürt. Nachdem ich heute andere Ziele erreicht habe, fühle ich mich ein wenig selbstsicherer. Ja, jetzt werde ich, wenn mal etwas nicht klappt, nicht drüber weinen. Stattdessen trainiere ich umso mehr. Das ist gut. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wie oft muss ich heute noch mit Pfirsichsaft bespritzt werden? Lady Daisy, du musst wirklich lernen, Essen mehr zu respektieren. Es gibt viele Leute, die das nur zu gerne essen würden. Oh mein Gott, jetzt nervt nicht ihr beiden. Sie freut sich gerade so. Oh, Entschuldigung, tut mir echt leid. Oh Mann. Okay. Was für eine Aufregung, Freunde. Was für eine Aufregung. So, und eigentlich wollte ich ja zu Colin. Der hat nämlich heute Geburtstag und er kriegt eine Wassermelone von mir. Das machen wir gleich auch. Ich muss erstmal hier ganz gierig noch Sachen einsammeln. So. Jetzt fangen wir mal an. Colin! Mein kleiner Geburtstagsjunge, wo bist du? Hier ist er nicht, dann wird er oben sein. Colin? Da. Hallo. Also, ich freue mich immer, wenn du vorbeikommst, um mich zu sehen. Oh, er ist so süß, der Kleine. So. Hey, hier, bitte. Oh! Also, Wassermelonen durch die Gegend werfen wollte ich jetzt nicht. So. Hä? Du hast ein Geburtstagsgeschenk für mich? Oh, wow, das mag ich wirklich sehr. Danke, Yumi. Yeah. Schon bei Colin einschleimen. Okay. Was haben wir denn hier so? Oh, ganz viel Lavendel. Den sammle ich mal zusammen. Ja, das war's hier erstmal. Sehr gut. Ach ja, die arme Desi. Die tut mir schon fast ein bisschen leid. Die muss schon einiges durchmachen. Aber naja. So ist das nun mal. Willkommen in der Agentur für Teilzeitjobs. Was haben wir denn heute? So Unkrautjäten, Pakete. Nach Zerhauung, Kaulila. Das können wir annehmen.
Nach Morum zu Moria das Zeug, okay. Holzfällen und dann noch bei Ludus ein bisschen was. Na gut. Marco! Hi! Wie läuft die Arbeit, Junge? Klappt alles? Ja, ich denke schon. Gewischmannladen? Ja. Tierhandlung. Tiere kaufen. Viel kaufen kann ich ja nicht. Ach, noch so ein anderes Schaf oder ein Alpaka? Oh, und ein erwachsenes Alpaka. Kostet aber 7000. Material finden. Sonstiges finden. Schon schwierig. Na gut. Aha. Dann hole ich mal das erste Zeug bei Miranda ab. Oh, ich sehe gerade, Leute. Der Akku von meinem DS ist fast leer. Sekunde. Und Fly. Wo ist mein Ladekabel? Ich glaube, Ding nehmt schon ganz verrückt. Ich will nicht, dass während meines Let's Plays mein DS leer geht. So. Sehr gut. Jetzt weiter geht's. Oh Mann. Okay. Hallo. Ich habe schon auf dich gewartet, Yume. Es geht um die Lieferung, nicht wahr? Ja, bitte. Dankeschön. Oh Mann, so viele Sachen immer zu erledigen. Das ist richtig schlimm. Wow, wartet mal. Desi hat ja eigentlich... Okay. Anscheinend hat Desi es mich auflad, Regenerationszauber, nichts gebracht, weil meine Energie ist immer noch ganz weit unten. Oh Mann. Na gut. So viel dazu. Naja. Okay, wie gesagt, es ist Anfang Herbst. Mal gucken, was noch alles auf uns wartet. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge morgen. Wenn es wieder heißt, You May Let's Play Story of Seasons, Trio of Towns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.